So, wir gehen auf den ersten Planeten, den wir kennengelernt haben. Bogano. Da haben wir auch noch nicht wirklich was freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Hier haben wir 94% oder erkundet, 14 Truhen und 3 Geheimnisse von 4. Schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier, Zepho ist der größte Planet irgendwie auch, ne? Haben wir erst 85% erkundet, waren schon zweimal da. Richtig, richtig krank. Gerade mal so ein bisschen über die Hälfte an Truhen. Geheimnisse fehlen uns auch noch 5. Hier haben wir auch schon fast alles auf Kaschik. Und hier haben wir auch so, ja, alle Truhen auf jeden Fall. Also wir sind schon gar nicht so schlecht, oder? Wir sind schon gar nicht so schlecht. Geh mal auf Bogano und gucken mal, ob wir noch irgendwas Geiles da finden werden. Da muss ich drauf drücken. So, Attacke, Leute. Finale beginnt jetzt. Melden Alles Sie andere jede hatten wir imperiale schon Aktivität prüfen. gesehen. Jawohl. Ihr seid ein gutes Team. Andernfalls wären wir nicht mehr am Leben. Es ist nicht leicht, unentdeckt zu bleiben, wenn das Imperium dich verfolgt. Wir haben schon unzählige gefährliche Situationen überstanden. Ha, wie damals, als man uns für Schmuggler hielt. Das vergesse ich nie. Sie sagten ihnen, wir liefern eine Ladung Kadu-Rippchen. Und als sie uns fragten, was das ist... Oh ja, da habe ich 18 Zubereitungsarten aufgezählt, von geräuchert bis roh. Und aus welchem Grund? Ablenkung. Sie waren verwirrt und ließen uns gehen. Tja, nicht nur das. Vorher haben sie meine Rezepte gekauft. Auch nicht schlecht, ey. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Das Bullianische Imperium sollte auch wachsen, oder nicht? Und wenn ich mich recht erinnere, bekam man doch eine Belohnung für jedes Kind, das treu hinzukommt. Meinst du? Ja, gönn dir, ne? Ein paar Kinderscharen her damit, ey. So, wir setzen uns auf den ersten Planeten, den wir kennengelernt haben. Werden wir gucken, was uns jetzt erwartet. Oh. Oh. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, Primamic, moin. Werden sie da nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Ich glaube, sie hat es nicht verstanden, oder? Okay, ja, das hört sich gut an. Oh, es laggt gerade, Alter. Was ist denn los? Ja, Gönnung, Prynamic, ne? Wolltest du nicht Freitag schon zu Hause sein? Oh. Hier war eigentlich ja gar nichts mit dem Imperium und so weiter und so fort, ne? So, können wir hier mit den Leuten noch quatschen? Was ist hier passiert mit unserem Bäumchen, Alter? Es explodiert ja hier schon fast, das Möppelding hier. Darfst du auf jeden Fall nicht anfassen. Hier, die beiden sind noch nicht gewachsen. Frechheit, ey. Ganz schön frech. Haben wir jetzt echt hier keine Möglichkeit, mit Leuten zu quatschen? Ich raste aus. War ich auch. Aber du warst gestern nicht am Stream oder ich war zu spät zu Hause. Nee, ich war auf dem Geburtstag gestern. Da habe ich nicht gestreamt, Digga. So, ach, die sind ja alle draußen. Ja, gut, okay, dann quatschen wir mit denen hier Hey! draußen. Hey. Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo-Kron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel.
Achso, ich dachte, er quatscht jetzt doch weiter. Ja, dann geh doch jetzt mal. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja, Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? So, der zwergische Lord ist da. Ja, Wochenende, ne? Internet. Ja, moinsen. Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Oh, wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Der Gönner ist auch doch moinsen. Ja, und gleich zum Friseurzeug geschaut. Die Gönnung, ey. Der Gönner dir einen Friseurbesuch gegönnt, Alter. Mega nice. Du hast 3 Level in Koraks Rache gemacht. Wir haben das eben auch gemacht und bei der Ali kriegst du so ungefähr 1,5 Level. So, weil die Gruppen, die wir hatten, die wollten irgendwie nichts schaffen oder so. Keine Ahnung, was die vorhatten. Aber ja, ist okay. Ist okay. Aber Digi, du liest ja immer bei Twitter bei mir. Aber diese Themen müssen raus. Wie lange streamst du heute? Wir streamen auf jeden Fall so lange, bis wir das Game hier fertig haben. Ne? Hast du kurz Zeit? Ja, ich habe kurz Zeit. Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schafft das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Machen wir. So, Leute, starten wir doch mal. Das Game fertig haben, ist das echt so kurz. Was heißt kurz, ne? Wie viel haben wir jetzt? Bevor wir jetzt angefangen haben, haben wir 21 Stunden nur Story-Modus gespielt, ne? Also, wenn man das auf einen Schwierigkeitsgrad erhöht macht, dann glaube ich, dauert das auf jeden Fall ein bisschen länger, ne? So, neues Ziel auf der Holocron-Karte. Jetzt habe ich wieder falsch gedrückt, ne? So, wo ist es denn? Ja, jetzt müssen wir darüber. Wir gucken trotzdem noch mal vorher hier ein paar Sachen lang. Wir können hier runter noch. Das habe ich ja eben gerade gesehen. Hier müsste auch irgendwas sein. Hallo, Kleiner. Oh, guck mal, er hoppelt hier lang. Hallo, Alter. Das ist wie die Kugel und die Halterung von Sepho. Ja. Was macht man damit? Was macht man da wohl mit? Kann ich die da hinkicken? Ja! No! Mach nochmal! Okay, Moment. Hier lang vielleicht. Ey! So, kann ich dich hier mitnehmen? Nee, der kommt hier nicht her. Doch jetzt. So vielleicht? Hey! So. Stehen bleiben. Ja. Nein, er ist dahinter gerollt. Alter, ist das schwer. Wie soll ich denn das hinbekommen? Holy shit. Ja, nichts. Nichts, das kriegen wir schon hin. So. Holy Mamoli, ey. Nein! Alter! Zack, nach! Moinsen, Digga! Herzlich willkommen! Nein, ich will nicht, dass BD mir hilft. So. Okay, rechtzeitig stun. Oh, das ist aber auch gemein!
Wie komme ich denn da hin? Kann ich da irgendwie runter? Nee, ne? Oh, kann ich die wieder zurückholen? Nee. Ei, das ist ja echt schwer. Okay, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie weiter. Ja, hi. Interagieren. Okay, hüpf an Bord. Wie jetzt? Wollte er nicht? Boggling-Gefährte erhalten. Wie jetzt? Was? Als blinden Passagier... Moment, was? Kann ich mir das mir irgendwie angucken oder sowas? Was habe ich jetzt bekommen? Datenbank. Bugano. Ich habe jetzt einen Begleiter. Ach, der ist jetzt auf meinem Schiff oder was? Geil. Das Rätsel habe ich schon gelöst. Jetzt weiß ich nicht, soll ich nochmal mit ihr reden. Oh Gott. Sag ich schon, Lord, lese ich mir gleich durch. Ja, ich denke mal, ich muss das hier hinkicken, dann hier in Stase setzen und dann da reinrömmeln, oder? Also, irgendwie so in der Art muss das ja funktionieren, ne? So, komm. Nee, 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 nee. Oh, ich bin zu... langsam dann für sowas hier. Auf jeden Fall, denke ich mal. Hat mich verliebt, wurde erwidert. Dann ist sie wieder zurückgerudert. Jetzt dachte ich, wir hätten eine Beziehung. Sie hat es dann meinem Kumpel erklärt, der es mir erklärt hat. Also doch keine Beziehung, sondern gute Freunde oder sowas. Bin verwirrt, so soziale Kontakte verwirren mich eh schon. Aber das setzt einen drauf. Das ist aber... ganz normal bei sowas. Also da ist egal, wo du bist, glaube ich. Das wirst du überall erfahren, solche Sachen. Nein! Oh, fast! Das ist ganz normal, Digga. Das ist ganz normal. So, vielleicht in Stase setzen. Oh, in Stase setzen. So. Nein, ich hab's verkackt. Komm erstmal runter. Wie wär's damit? So, jetzt vielleicht? Komm ein bisschen noch. Nein! Benny, Digga, moinsen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich nochmal mit ihr reden? Also, du kannst immer mit ihr reden. Denke, das wird wohl nicht das Problem sein. Du musst halt nur gucken, wie du es machst, ne? Nein! Oh, kommt er zurück? Er kommt nicht zurück. Oh Mann. Benny, wir versuchen hier gerade noch ein Rätsel zu lösen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so langsam. Weil das nervt mich schon wieder. Weil ich weiß ja, wie es funktioniert. Es klappt noch nicht so, wie ich es im Moment mache. Oh, zu früh. Zu früh. Kann ich da helfen? Nee, nee, helfen nicht. Helfen nicht. Ich will das selber hinkriegen. So. Okay. Ja! 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 Uhu, Alter. Ahu. So macht man das, Leute. Ich wusste ja, wie es funktioniert. Es hat nur nicht geklappt. Perfekt. Und... oh, ein Stimpack. Geil. Nice, Mann. Nur bei der Handhabung muss ich ja ein bisschen besser werden, aber ich wusste ja, wie es klappt, ne? Gigi, danke, danke, danke. Nice, Mann. Das ist schön. Maximale Anzahl von Stimbehältern erhöht. Yeah. Ich habe in meiner Zeit hier Gefühle für... dich entwickelt. Was?
Für mich? Nein, du redest jetzt aber von was anderes oder was, ne? Achso, ich so XY, ja. Ich werde immer nervös in deiner Gegenwart, zittere und kann mich in deinen tiefen Augen nicht satt sehen. Oh, jetzt kommt der Romantiker hier durch, ne? Keine Ahnung, wie man das am besten, das kannst du ja nicht verallgemeinern, ne? Angeht. Von Person zu Person ist das halt wirklich unterschiedlich. Und da kann ich dir überhaupt nicht sagen, ja, es kann funktionieren, ja, es kann auch natürlich komplett in die andere Richtung gehen, dass sie sich dann halt bedrängt fühlt und bla gedöns. Also es gibt alles. Habe ich auch schon alles durch. Und ganz ehrlich, Digga, wie gesagt, es gibt keine Lösung dafür, eine perfekte Lösung. Da musst du dich echt alleine trauen und an diese Sache rangehen. Und deine eigenen Erfahrungen machen. Und ich glaube, das ist das Beste. Es gibt keine komplett... Du kannst nicht sagen, okay, mach das so und so und dann funktioniert es. Es geht nicht. Weil jede Person ist halt anders und empfindet das auch anders, was eine gewisse Person dann zu ihr sagt und so weiter und so fort. Ne? Also da musst du selber leider gucken, wie es klappt, wie es funktioniert. Ne? Gehen wir jetzt... Moment, wir können hier links auch weiter. Okay, ich würde gerne hier noch ein bisschen erkunden. Was hier drüben. Was spürst du denn hier drüben? WTF? Ist hier noch ein Geheimnis? Holy shit, okay, da sollten wir, glaube ich, nicht runter. Aber hier können wir mal gucken. Das ist ein großer Käfer. Greifen die mich jetzt an? Nee, ne? Oh, wo block ich denn da? Ich brauch was, komm her. Oh, shit. Sorry, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mal ein Einzellichtschwert haben. Hier haben wir noch was, ein Echo. Okay. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Okay, toter Sblocks. Ein toter Sblocks, der von Boggling getötet wurde, als er ihr Nest plündern wollte. Hat er Pech gehabt, ne, würde ich mal so behaupten. Hat er schön hart aufs Maul bekommen. Oh. So, haben wir das, und jetzt gehen wir hier oben lang. Irgendwas muss es ja hier noch geben. Oh, Digga, nee. Aber wir können, glaube ich, hier noch lang, ne? Nee. Oh, oder so. Geil. Ja, was haben wir denn hier Feines? Okay, oh, da ist noch was. Da ist noch was. Kann man einfach runterspringen? Ey, hier ist ja noch komplett alles voll mit Rätseln. Holy shit. Damit kann uns nichts mehr aufhalten. Noch eins! Geil! Ja, ich werde Montag nochmal mit ihr reden. Vielleicht wird es eine gute Freundschaft oder so. Oder ich weiß es nicht, warum muss alles so anstrengend sein. Es wird immer kompliziert sein, mein Bester. Du wirst es nie einfach haben in dieser Hinsicht. Also, ne? Dann könnte es ja jeder. Ne? Dann könnte es ja jeder, Digga. Oh. So, hier haben wir noch ein Echo. Echo-Ortung. Entdecke 75 Machtechos. Von Coruscant. Oh. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Frustration. Abgelegte Tasche eines Besuchers von Coruscant. Letzterer war wegen des Rats der Jedi seltsam frustriert. Okay. Nicht, dass unser Typ hier... doch ein Bösewicht ist oder so, ne? Müssen wir echt aufpassen. Ich finde das auch ein bisschen zu einfach mit allem drum und dran. Kann ich jetzt einfach hier runter oder muss ich das hier herziehen? Ne, ich kann jetzt auch nichts mehr mit dem machen, ne? Wieso muss ich das dann runterkicken? Oh, da hätte ich das da runterkicken müssen. Oh nö, ich weiß es nicht. Oh, okay. Hallo. okay. Wir haben da drüben noch etwas. Da würde ich gerne hin.
So, hier haben wir auch noch ein Echo. Ja, wir räumen hier mal ein bisschen auf, ne? Dann können wir gleich weitermachen. Ein bisschen mit der Story. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Oh, das war falsch. Gut, Junge! Oh, halt, was war das denn? Wir können das scannen. Kalpi! Die werden was vergrößern. Neue Pflanze? Ja, ist okay. Okay, ne? Also, ganz ruhig jetzt hier mal. Ich raste aus, ey. So, sind wir denn auf dem richtigen Wege? Okay, wir müssen da rüber. Da kriegen wir schon hin, ne? Wenn wir uns hier jetzt ein bisschen durchschlängeln können. Irgendwas grummelt hier aber ganz gewaltig. Ach, das ist der Drache da oben, ne? Diese Riesenechse. Was ist hier? Ach, da kommen wir her, ne? Nein! Oh, wir haben es doch fast geschafft! Andere Richtung, Digga. Ach, guck mal an. Halt. Wie krass ist das denn? Hier sind Lianen. Das müssen wir schaffen. Das schaffen wir, Alter. Immer schön mit Doppelsprung arbeiten hier. Jawohl! Das gehörte Cordova. Oh. Beunruhigt vom endlosen Krieg. Er war überzeugt, dass die Jedi einen Fehler machten und seine Arbeit wichtiger war. Oh, 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 oh. Abgelegtes Heiligtum. Ein Teil von Cordovas Ausrüstung. Achso, gut, okay. Wird wieder erklärt, was man schon eben gerade gehört hat. Okay, passt mal auf. Da vorne sind die Lialen. Mach langsam alle Rätsel. Muss nämlich ich jetzt zum Friseur und würde so gerne weiterschreiben. Ah, Digga, ist ja kein Problem. Und wenn wir irgendwas schon schaffen, es kommt alles nochmal auf YouTube, Leute. Ihr könnt euch alles nochmal nachgucken, wenn ihr Bock habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin. So. Oh, oh, falsch. Oh. Oh. Oh, shit, Alter. Das war knapp. Nein, ich hab's verkackt. Weil ich dachte, ich muss den rechten Pfad davon nutzen. Oh, ich bin so schlecht, oder? Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. Nein, Doppelsprung. Jawohl, okay. So, vernünftig schwingen. So, und jetzt nicht mehr an die Wand, sondern richtig schwingen. Nee, das schaffen wir eh nicht. Also wir müssen die Wand da rechts nutzen, oder? Schreibe ich meine Themen da drunter. So, siehst du. Nur gewusst wie, ne? Okay, keine Ahnung. Erst habe ich die linke Seite benutzt. Jetzt, dann war es dumm, diese Seite zu nutzen. Jetzt habe ich sie nicht benutzt. Jetzt ist es auch dumm. Wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden, dass wir beide Möglichkeiten ausnutzen. Das bedeutet... Ey! So, wir müssen ein bisschen weiter nach, an diese... in dieses Teil ran. Damit es funktioniert. Jetzt muss es funktionieren. Nein, Doppelsprung, Digga! Ist nicht dein Scheiß ernst? Wieso drückt er? Ich drücke doch. Oh, ich hasse sowas. Sensual Lord, mach's erstmal gut, Digga. Great, mein Bester. Moinsen und herzlich willkommen auch an dich. Wir sind gerade dabei, hier noch zwei, drei Rätsel zu machen, bevor wir zum Tempel rübergehen. Weil wir jetzt ja auch ein paar Möglichkeiten haben. Wir haben schon zwei Stimpacks gefunden und so weiter, Alter. Ja, gib dem guten Mann mal eine High Five, Alter. Ey. Wow, was ist... Ey, ohne Witz. Was,
Was ist denn jetzt nicht richtig mit dem Game? So, und jetzt, guck mal, wie langsam das auf einmal wirkt. Und auf einmal wieder richtig, richtig schnell. So. Komm, 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 halt dich fest. Jawollo. Wie geil ist das denn bitte? So, was haben wir hier Feines? Wir lernen ja was von Cordova im Moment. Oh. Cordova war hier. Er war allein. Hat seinen Padawan vermisst. Man bekommt bei 8310 Silber für Titanresin. Achso, 8.30. Okay, ja, ja. Silber für ein Titanresilium. Also Rich mich Rich bald Kappa. Naja, ich glaube eher weniger, ne? Also so viel gibt es da meistens eh nicht. Also angemessen gibt es dort Gold, aber mehr auch nicht großartig, ne? So, da ist die Riesenkröte. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ah, wir können hier rechts mal lang. Ja, stimmt. Oh yeah. Hier ist ja auch noch eine Truhe und so weiter. Vielleicht kriegen wir neue Ponchos, Leute. Oh yeah. Spring rein, Kumpel. Ha, da war wirklich was drin. Oh, was ist das? BD1-Skin. Welchen denn? Oh, pink-schwarz. Ich raste aus. Das muss... Das Magenta-schwarz, Entschuldigung. Magenta-schwarz. Das passt zu meinem Lichtschwert einfach. Ich raste aus. Naja, sind irgendwie 18.000 Gold bei mir oder so. Ja, das ist ja... Das mache ich ja eh in jeder Woche. Von daher... ja, ne? Gönnt euch reichlich auf jeden Fall. So, die große Kluft. War ich hier schon mal? Nee. Wie komme ich denn jetzt hier zum Tempel? Also wir sind ja auf dem richtigen Wegansatz. So ein bisschen, ne? Ich könnte auch hier lang, ne? Oh shit, nein, da... Oh, nö. Kann ich nochmal sterben, bitte? Ach, fuck. Ist das jetzt deren verkackter Ernst jetzt? Ich möchte nochmal zurück. Jetzt ohne Witz. Jetzt... Ach, Mann. Na gut, hier ist auch ein Echo. Okay. Knochen. Ja, aber unglaublich alt. Mir sagen sie nicht viel. Oh Gott. Was bist du? Ach, du bist so ein Vieh, ne? Oh yeah. Zephos. Eine Begräbnisstätte. Welche Dinos außerdem Bronto sollen entfernt werden? Ach so. Ich weiß es nicht, welche Dinos. Also den Bronto kann ich mir eh nicht leisten. Auch selbst wenn ich mein Titanresilium sparen würde. Also von daher. Was kann ich denn jetzt hiervon machen? Ich muss ja wieder runterrutschen. Kann ich hier irgendwo anders noch hin jumpen oder sowas? Nee, ne? Ah! Ich möchte weiter rutschen. So. Das geht auch. Das finde ich auch okay. So. Tschüss. Da brauchen wir nicht mehr hin. Oh, die Mutter hat sich jetzt auf mich verfokussiert, oder? Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Tschüss. Nee. Oder doch? Tschüss. Das auf jeden Fall. Ach, du auch noch. Ja, okay. Dich nehmen wir auch noch mit. Die Kröte brauchen wir aber nicht. Boah, shit, Alter. Rockduel, mein Bester. Junge. Nächste Woche trinken wir einen. Auf jeden Fall. Weißt du was? Dafür töten wir jetzt die Kröte hier, Alter. Dafür töten wir jetzt die Kröte. Die kriege ich jetzt hin. Boom. Boom, 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 boom. Was, Junge? Verrecke, du Sau. Easy, Alter. So, so macht man das. Ach, guck mal an. Ich habe die echt abgeschnibbelt.
Kann ich die jetzt in der Hand nehmen? Schade. Jawohl, Digga. Moin erstmal. Ja, nächste Woche ist es soweit. Ole, ole. Raid treffen, Alter. Geil. Da wird schon Bombe. Das wird schon Bombe. So, wisst ihr, was Bombe wird, wenn wir dieses Rätsel hier lösen? Oh, wir können hier tauchen. Wie tauche ich denn nochmal? Ah ja, so. Schick, Leute. Was finden wir denn hier? Aha. Neuer Poncho, Leute. Neuer Poncho. Bist du jetzt schon durch? Nee, noch nicht. Wir machen jetzt erst ein paar Rätsel. Warten vielleicht darauf, dass noch ein paar Leute dazukommen. Und dann starten wir auf jeden Fall mit der Endstory. Ne? Ich bin jetzt auf dem Anfangsplaneten wieder. Schwimmen hier nochmal ein bisschen durch. Holen uns jetzt noch die letzten tollen Transmog-Sachen. Und dann geht's los. Komm, Poncho, 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 Poncho. Schon wieder Mut und Weisheit. Das hatte ich doch eben schon. So, ich glaube, das war's dann aber hier, ne? Können wir hier auftauchen? Damit. So. Judy. Und ich habe einen Gefährten bekommen. Ich habe hier so ein kleines Maulwurfsvieh bekommen. Hier, die hier. Ich glaube, eins ist davon jetzt auf meinem Schiff und so. Richtig cool. Müssen wir dann auch nochmal gucken, wenn wir alles fertig haben. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Aha. Aha. Okay, zwei Türen, wo ich wieder weiterkomme. Dann gucken wir mal hier rein. Oh, BD, das wollte ich nicht. Wir müssen hier irgendwie durch. Das wollte ich nicht. So, was das haben wir denn hier? Was Feines. Auf jeden Fall müssen wir hier mal ganz kurz gucken. Cordovas Reparaturkette. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD1 als Anführer. Nice, 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 nice. Scannen. Was haben wir hier? Oh, da sind schon wieder Skulpturen. Ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Okay, das war's. Rat, trotz meiner Beharrlichkeit, trotz meiner Studien, nahmen sie die Bedrohung nicht ernst. Nur eine Person glaubte mir. Meine Vertraute, Yucatanu, Alter, ich krieg diesen Namen, ey. Sie gab mir ein Holocron aus dem Jedi-Archiv, eine geheime Kopie ihrer Liste von jungen Machtbegabten. Und hier können wir auch unser Lichtschwert nochmal. Der Griff gehörte Cordova. Oh. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt. Neuer Griff? Ein besonderer Ort. Ich nehme den Griff mit. Wo ist denn der N Cordova? Aber das hatten wir doch schon, so ein ähnliches, oder? Ja. Das N Cordova? Cordova. Das ist ja hier alles nicht mehr. Da die Hülse vielleicht, das ist ja das gleiche, ne? Magus N Cordova, das ist ja. Das hatten wir ja schon. Komm, das Licht wird spalten. Das bleibt jetzt so, wie es ist. Hier wird sich nichts dran rütteln. Judy. Haben wir das? Okay, nice. Oh, hier ist noch was. Ja, scan mal besser. Scan, 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 scan. Ein Ruby. Gute Arbeit. So, Druidenkern. Diese Trümmer dienten als Cairns für die Druiden, die beim Bau der Forschungsstation auf Bugano geholfen hatten. Ohne ihre Hilfe wäre nur wenig über die Zephu oder ihre Gewölbe bekannt. Nice. Jude, hat sich doch gelohnt, Storytech. Ich habe jetzt hier auch einen Xbox 360-Controller, Digga. Habe ich mir ausgeliehen. Komme ich noch nicht so mit klar. Muss ich mir echt dran gewöhnen jetzt erstmal. Die ganze Geschisse. Ach, jetzt komme ich hier nicht rein, oder was? Doch. Cool. Abkürzung freigeschaltet. Mhm. Von wo denn? Achso, ich habe keine Ahnung. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ah ja, dann können wir ja jetzt hier hoch und dann sind wir schon am Tempel, ne?
Jawohl. Oh. Okay. Oh shit. Ja, hi. Mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nachzuurteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. Na, ist das ein Freund gewesen, der hier liegt, ey? Scheint so, ne? Ich würde gerne darüber gehen und das Vieh töten. Irgendwie. Habe ich richtig Bock zu. Weiß ich auch nicht. Ich habe einfach Bock, ich habe einfach Lust dazu. Irgendwie denke ich, dass es heftig viele Erfahrungspunkte gibt oder so, ne? Keine Ahnung. Dann Neras. Moinsen, Digga. Herzlich willkommen. Unten war noch eine Tür. Ja, was habe ich denn jetzt ausgewählt? Moment, nochmal. Unten war noch eine Tür, aber die hatten wir doch schon. Moment. Alles klar, wir gucken nochmal, bevor wir da reingehen. Das ist ja jetzt nicht das Ding, ne? Was kann ich hier machen? Gar nichts, okay. Blub, 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 blub. Hier war noch eine Tür. Aber haben wir doch alles freigeschaltet hier. Oder meinst du, ach, meinst hier oder was? Ja, das können wir ja nachher noch alles machen. Ich wollte nur auf Richtung Dings ein paar Sachen freischalten. Denk, also so war mein Plan. Nee, sorry. Achso, gut, okay, ja, dann auch so, ne? Ja, kein Ding, ne? Wir gucken ja gerne. Ich guck gerne nochmal schnell rüber. Bevor ich ja wirklich was vergesse und so weiter, ne? Das ist ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut oder wäre nicht gut. So, kommt hier das dicke Krötenvieh nochmal raus? Wenn ich hier lang laufe oder haben wir jetzt. Ja. Ja. Na. Bum, bum, bum. Fähigkeitspunkt. Ahu. So, auf sie mit Gebrüll. Ich spüre was Seltsames. Oh, oh. Was? Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Okay. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Ah, das Digga, das weiß ja keiner, ne? Müssen wir erstmal gucken. So. Hier war aber sonst nichts mehr, ne? Das haben wir ja schon alles gescannt und so weiter und so fort, ne? Gut. Und los, BD. Rainer. Schön dunkel hier, ne? Okay, ich darf die Zeit nicht vergessen. 14:30 wollte ich nur meiner Freundin Tschüss sagen. Die fährt heute nach Hamburg. Ja, habe ich ja erzählt, ne? Und morgen ist König der Löwen. Da waren wir zwar schon drin, aber sie geht jetzt heute nochmal, oder morgen dann nochmal mit ihren Freunden rein. So, Verlobte. Ja, hast ja recht, Great. Das Holocron erwartet dich. Ich will mir Kaffee machen, aber muss das BG machen. Kann ich nichts für, Digga. Okay. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas okay. Ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Viel Spaß ihr. Sag ich hier, Digga. Das sag ich auf jeden Fall. Du meinst, Herrin Buli ist ja nun Slave. Hä? Also wenn ich Slave wäre, dürfte ich glaube ich nicht spielen. So, was haben wir denn hier? Ist das so ein Machtspiegel, den auch, oh, wie heißt denn die neue von den Filmen? Ich vergesse immer Namen. Die neue Jedi-Tuse hatte? Wow. Okay. Dann mach du das BG für mich. Leider nicht. Guck mal, wo die. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Die guckt trotz mich an. Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert.
Ich will halt nicht weitergehen, um nicht noch was zu triggern, weißt du? Guck mal, wie die hier, ja, die hoffen, gerettet zu werden, oder? Und dann sind sie gestorben. Hatten wir ja auch auf anderen Planeten, wie Datomir schon, dass sie verraten wurden von ihrer eigenen Rasse, ne? So. Ich bin gespannt, Leute. Ich traue mich auch nicht zu rennen. Ich will eigentlich mir das alles angucken und mal auch ein bisschen selber ein bisschen was erfahren so darüber, ne? Ey! Holy shit! Die sind echt! Ich dachte, das wären Statuen. Die verkuppen. Guck dir das an! No! Ich raste aus. Alter, ist so... Ne. Das ist ja creepy, Alter. Das ist echt creepy, Mann. Man könnte meinen, es wären Menschen. Naja. Jein. Also vielleicht die Vorstufe, ne? Vielleicht hat sich alles aus denen entwickelt. Aber sie sind ja untergegangen. Die Zivilisation ist ja komplett untergegangen, ne? Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden. Dies ist unsere große Hoffnung. Okay. Okay, er ist weg. Ich gehe mal weiter. Oh! Echt jetzt? Das ist schon das Holocron? Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Okay. Sehe ich jetzt die Zukunft? Sehe ich jetzt die Zukunft, wie es sein könnte oder sein wird? Das ist jetzt die Frage, ne? Erinnert mich an meine letzte Klassenfahrt. Die Mitschüler sahen auch abends so aus. Naja, mit sich gegenseitig kaputt machen können schon wir sein. Das ist leider wahr, ne? Die Zukunft. Die Zukunft. Thaddeus dreht durch. Ja, keine Ahnung, ne? Also ist es jetzt die zu 100% die Zukunft oder ist es eine Möglichkeit der Zukunft, ne? Das kennen wir ja schon, das leidige Thema. Ja, gucken wir mal. So. Einfach hoch, oder wie? Das Imperium! Oh. Oh nein, echt jetzt? Die Inquisitoren sind hier. Oh. Meister, sollen wir kämpfen? Sie kommen. Zu den Gräben. Passt auf euch auf. Weitergehen. Okay, heftig. Wenn man das jetzt schon weiß, ne, dann traut man sich doch gar nicht mehr, die Kinder aufzuspüren. Oh, shit. Oh. Jünglinge fangen. Den Rest umlegen. No. Schnell, weiterfeuern. Es passiert wieder. Tod allen Jedis. Holy shit. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Oh. Ziel gesichtet. No. Hilft mir, Meister Kestis. Selbst in dieser... Drücke vor. In diesem Bild wird einfach die Geschichte nochmal erklärt. Meine Fresse, ist das krass. Ausschwärmen. Da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Oh nein. Ach, guck mal, dann wird mir der Weg auch freigeschaltet hier, ne? Kann ich hier nicht noch gucken? Okay, anscheinend nicht. Heavy, Mann. Heavy.
Aber wie gesagt, es kann so sein. Es kann aber auch anders laufen, ne? Denke ich mal. Cal Kestis. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Oh. Holy shit. Was passiert hier gerade, Alter? Voll die Psychokacke. Oh, da bin ich ja schon zusammengezuckt, Alter. Ich hab Angst. Nein, ihr braucht keine Angst haben. Was passiert mit uns? Meister Kestis, warum? Ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Trip. Ich will nicht hier sein. Und es werden noch mehr Fiss. Oh shit. Mann, ich erschrecke aber auch jedes Mal. Okay. Echt übel, Mann. Ich sag's ja, ne? Wenn man sowas sieht, dann hat man, glaube ich, gar keine Lust mehr, Jünglinge auszubilden oder so. Ja, Bujas verdammte Verräter, Alter. Oh, shit. Halte LB gedrückt, okay. Oh, ich sehe gut aus. Muss ich ja schon leider zugestehen. Schönes rotes Lichtschwert. Oh, jetzt sehe ich mich auf der anderen Seite, wie ich da dran halte, oder? Komm. Haben wir irgendwas verpasst? Nee, ne? Ja, wusste ich's doch. Das war schon mal krass. Oh, jetzt liegt es hier? Sie ist schon da. Ich habe befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracker nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Oh, Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ey. Mach sie platt auf jeden Fall, Alter. Oh, fuck, Alter. Immer noch auf der Flucht? Ich werde es genießen, dich zu eliminieren. Na, los, komm. Bam. Oh, jetzt haben wir sie. Nein, 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 nein. Ah, Mann. Ich war schon im Schlagkombo. Hat Ziel dich nicht trainiert? Oh, sie war schon fast keine Energie mehr. Vom Block her, Alter. Junge! Das war gar nicht. Oh, wo ist B? B, 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 B.
Oh, shit. Oh. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. What? Im Schwert? König Moinsen, Digga, herzlich willkommen. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Ihre Erinnerung stimmt. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Oh shit, Mann. Jetzt sieht er die Folter von ihr. Das ist nicht cool, Alter. Oh ja, das ist so hässlich. Trilla. Oh shit. Nein! Jetzt habe ich ein zweites Lichtschwert, Alter. Richtig krank. Eine Inquisitorin wird geboren. Haben wir das schon als die zweite Schwester Karl im Gewölbe auf Bango? Okay, das ist das, was wir schon erlebt haben. Ja, was müssen wir machen? Ich würde sagen, wir müssen zu unserem Schiff zurück. Okay, heftig. Ich dachte, hier ist das Finale. Attacke, Leute. Müssen wir hinterher. Das Einzige, was mir noch nicht so passt, ist mein Poncho. Der muss nämlich auch so aussehen wie mein Begleiter. Aber ich habe noch nicht so einen ähnlichen Poncho, ne? Oh, nee. Das ist nicht cool, Alter. Das ist nicht cool. Da müssen wir so bleiben. Hier war's, ne? Okay. Ich hätte auch Bock, so ein Inquisitor zu sein. Aber eine freie Jedi sein ist immer noch cooler. Okay. Nightraid, dem Imperium zu dienen, ist das Schönere. Denk an die Truppen, die du befehligen kannst. Aber nicht als kleiner Fisch im Teich. Vielleicht als Sith. Inquisis können aufsteigen zum Sith. Ja, je besser und ergebener man ist. Ah. So, speichern wir mal ganz kurz, ne? Gucken wir mal. Okay, ich dachte, wir können sie jetzt besiegen und so weiter und so fort, aber ja, dann ist das halt so, ne? Aber es gibt nur zwei Sith, der Imperator und Darth Vader. Gegen die kommt man nicht an. Nee, in diesem Fall halt nicht, ne? So, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Was wollen wir denn mit einem Fähigkeitspunkt? Wir können gar nichts mit einem Fähigkeitspunkt. Dann lassen wir das. es laggt übelst. Echt? Okay, stopp. Ist noch irgendjemand, hat es bei irgendjemand noch geleckt? Leute? Hat es noch mal irgendwo geleckt? Ich guck mal jetzt gerade ins... Bei mir läuft's, okay. Nicht was drauf geachtet, weil ich mit meinem Bronto rumrenne. Okay. Ja, vielleicht nochmal neu starten, König. Dann kriegst du es vielleicht nochmal besser angezeigt. Oder vielleicht die Qualität runterstellen. Ich weiß es leider nicht. Ich habe jetzt auch keine ausgelassenen Frames und so weiter.
Keine Ahnung, weil gerade aus Versehen umgeschaltet. Was? Weil Katze auf dem Arm und Tastatur. Okay. So, wir haben jetzt überall Sturmtruppler. Ja, dann gehen wir mal hin und besiegen diese. Vorwärts Marsch. Auf sie mit Gebrüll. Ja. Was? Nö, nö, nö. Hier mit... Guck mal, die Kröte kommt trotzdem noch. Geil, Alter. Miss Krötenpalast, Alter. Oh. Wow. Das Vieh töte ich. Und tschüss. Alter. Zwei Stück davon. Nice. Ja, dann zeigt mal, was ihr könnt. Bekämpft ihn einfach. Versuch ruhig. Alter, die haben schön hart aufs Maul bekommen, würde ich mal so behaupten. So, wie schaut's bei euch aus? Ja, ihr schießt da drüben her, ne? Komm, zeig mal her. Na los. Die wollen nicht wirklich. Die schießen nicht. Die haben echt Panik. So, dann kommt mal her, ihr beiden Hübschen. Zurück. Ah, jetzt? Jetzt haben sie Bock zu schießen, ne? Ach, jetzt wirst du auf einmal rot, oder was? Was, Junge? Wieso schießt er nicht zurück? Ah, jetzt. Ja, ich krieg die, glaube ich, nicht, oder? Krieg ich die? Nee. Ich glaube, ich bekomme die nicht her, oder? Ach, ich könnte hier runtergehen. Jetzt habe ich ihn endlich. Oh, meine Fresse. Der Drache ist weg. Jo. Nee, da ganz hinten ist er. Da ganz, ganz hinten ist er. So, wie kommen wir denn jetzt am besten zu unserem Schiff? Ich glaube hier rüber, oder? Hallo. Oh, stimmt. Hier ist eine Truhe, konnten wir damals nicht hacken, Alter. Sehr gut. Nice. Neuer Poncho. Ja, und jetzt kommt der neue Poncho. Da ist er. Oh, du hast was gefunden. Gib ihn mir. Nein, das ist nicht. Das ist kein Poncho. Das ist leider kein Poncho. Okay, dann haben wir uns jetzt eigentlich nur diese Truhe gegönnert. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir schon hin. Irgendwie kommen wir da jetzt am besten hin. Hier rüber vielleicht. Können wir ja auch cruisen, Alter. Yeah. Wir können ja jetzt hochfahren. Jetzt hat es bei mir gerade kurz geleckt. Aber ansonsten. Wo ist Ruby hin? BD1, wo bist du hin? Seht ihr ihn? Er verarscht mich doch schon wieder. Das war doch schon mal so, dass er sich irgendwohin versteckt hat. Ja, er steht jetzt irgendwo, wo er was scannen möchte. Nur wo ist jetzt die Frage? Da unten drinne? Waren wir da nicht schon drinne? BD1, Mann. Ach, da ist er schon wieder. Er ist ja schon auf meinem Rücken. Lol. Ich raste aus. Dieser Frechdachs. Okay, das ist meine Karte. Ich sehe diese Karte. Überhaupt nicht. Jetzt. Ja, da ist sie wieder. Da ist sie. So. Und was? Nein. Wer hat denn das gemacht? Oh, wir sind aber auch einigen Sturmtrupplern aus dem Weg gegangen, ne? Da mit der Route. Oh, oh Gott. So. Sonst standen alle draußen. Okay.
Der Drache ist weg. Drache besuchen? Ich weiß gar nicht, kommen wir da jetzt noch hin? Kommen wir irgendwie zum Drachen hin? Ich glaube nämlich gar nicht, ne? Ich glaube, wir kommen nicht zum Drachen. Wir können es ja mal versuchen. Komm, wir versuchen es einmal. Wir versuchen es. Wir gucken uns einmal den Drachen an. Oder das Reptil oder was es auch immer sein soll. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich hier rüberkomme. Da drüben vielleicht. Hier hoch. Nein, 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 nein. Oh, Gottes Willen, das war ja richtig schlecht. So, jetzt sind wir schon mal hier. Okay, ich komme hier hoch. Ich komme da nicht hin. Oh, da ist eine Truhe. Aua, 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 aua. Leute, ganz vorsichtig hier. So, oh. Hier ist noch ein Zeichen von dem Vieh. Was hast du gefunden? Wir haben was entdeckt. Binok-Wandbild. Eine alte Zepho-Beschreibung des Binok. Cordova nahm an, die Gegenwart des Binok war aufgrund seiner Bedeutung in der Kunst der Zepho ein entscheidender Faktor bei der Wahl von Bugano für das Gewölbe. Okay. Aber sonst kommen wir hier auch nirgendwo mehr hin. Also zum Drachen kommen wir nicht mehr. Oder kamen wir überhaupt zum Drachen? Oh, du hast was gefunden. Pfadfinder, neues Outfit. Wir haben alle Outfits gefunden, Leute. Wir müssen jetzt erstmal den Poncho kurz wegmachen. Um das Outfit uns anzugucken. So, wir haben Pilot, Pfadfinder. Ja, Pfadfinder sieht ja fast genauso aus. Ein bisschen grün, ne? Gelb. Gelb gefällt mir noch mit am meisten. Aber gesetzlos. So, Poncho an. Easy. Wir haben alle. Das finde ich cool, dass wir wirklich alle fertig haben jetzt. So, Moment. Hier wollte ich hin. Da drüben waren wir auch schon. Okay, dann geht's jetzt zurück, Leute. Nur wie? Weiß es nicht. Muss ich jetzt hier runter? Ich glaube, da oben lang komme ich echt nicht, ne? Ich komme echt nicht nach oben. Verdammt! Okay. Geronimo! Hallo. Okay. So, ich möchte jetzt gerne nach da oben. Ah, da passt doch hier. Oh. Okay, ich würde gerne nach oben fahren. BD1. Hallo. Geht das nicht? Ja, dann nehmen wir den Fahrstuhl hier. Ist ja auch kein Problem. Was soll der Geiz, ne? Nehmen wir den Fahrstuhl. Fahrstuhl. So, wieder einmal nach oben. Das Teil brauchen wir. Ah, da können wir hochlaufen. Denke ich mal. Oh, shit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott sei Dank. Schon wieder Panik an. Wieso komme ich da oben nicht hin? Da.
So. Easy. Dann wollen wir doch mal. Und dann geht's auf, ja, wohin auch immer, ne? Wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen es einfach nicht. So. Okay, war das hier rüber einfach? Ja, ne? So. Und hier sind wir rüber gesprungen. Und dann waren wir schon beim Schiff, Leute. Oh, ich hoffe, die olle Zimtzimmer hat jetzt nicht unsere... Ich weiß es. Was weißt du? Achso. Ich hab gesungen, Mann. Lass mich. Ich hoffe nicht, dass die olle Zimtzimmer jetzt unser Schiff gekapert hat oder beziehungsweise unsere Leute entführt hat oder so. Sir. Ich hab gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller. Was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Sehen wir noch den Imperator? Oder Darth Vader? Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Yeah. Das ist der Ausgang meiner Flucht. Es geht weiter, Leute. Ich hätte gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Du hast Freunde mehr. Nein. Toy Story, Alter. Ich habe einen Jedi bei mir. Oh, nimmt sie die Macht wieder auf? Kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Schick, Alter. Jetzt noch eine Jedi-Robe, das wäre cool. Mit Poncho aber natürlich. So, das verlorene Holocron. Inquisitorenfestung ist das neue Ziel. Und, Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. So, bevor wir jetzt mit irgendjemandem noch interagieren, Leute, werden wir jetzt eine kurze Pause machen. Ich werde kurz zu meiner Freundin gehen, ihr noch Tschüss sagen und verloben. Und wir sehen uns dann gleich wieder.